Avalon shall call you, sir. You've hurried too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I guess it's my home. It could be breached by another, but Alexander broke with it. I mean, my own, a long time ago. Really? Was habt ihr gerade gemacht? Das Fahrrad hochgeschoben. I believe he uses them for torture now. They practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the fire and the transom. You should be able to find them there. Was, irgendwas mit sechs? Das ist nicht los. Es hat eine Kugel benötigt, um das in das Innere zu... Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen. Oh, in den Folterräumen! Weiter komme ich nicht hoch. Okay. Ich hätte dich bothered, Cursor. Aber wenn du wirklich nach Alexander gehst, würdest du consider taking me with you? Was? Ja, wie? Ich weiß, das ist ridiculous. Ich meine, schau an. But if you find anything concerning a man named Johann Heim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Okay, ey, Agrippa, ich guck für dich rum, okay? Es kann von hier aus nicht geöffnet werden. Schon wieder eine Notiz. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Und die erscheine ich dann auch. Ja, okay. Was ist hier? Was war das? Was zum... Ich frage mich, bildet sich das Daniel eigentlich alles ein, dass er hier immer Leute rumschreien, oder sind da wirklich welche, die rumheulen? Hey, war da im anderen auch so? Ah, ist extra. Auf! Und du auch auf, bitte. Danke. Gar nichts drin in den ganzen Räumen. Altar. Oh, da gehe ich noch nicht lang. Ah, jetzt weiß. Was zum Fleisch. Wieso habe ich Fleisch dabei? Weiß ich nicht. Wer macht da so Kracher? Ha! I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory. But my body remembers. Cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. What the? Ah, the Zahnrad hat jetzt zwei. What the fuck? Was war das? Stinkiger Nebel oder was? Jetzt kann ich in die großen. Ja, was? Was war das? Agrippa, was war das?
whatever it takes. Dad, good to see you. What level? Oh, that level. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix. Ja, ja, ich weiß schon, wo die sind. Was ist das? Da muss ich doch auch noch rein. Vielleicht mit dem. Ja. Boah, ist ein ganz Weg hoch. Ich mach mal die Laterne aus. Komm hoch. Hoch jetzt! Jetzt können wir die zwei Türen öffnen. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Wo war das nochmal? Da, oder? So, eine Tür ist offen. Ja, du musst hoch. Hallo. So. Nehmen wir uns noch ein bisschen Öl mit. Und die ist immer noch zu. Es rührt sich nicht. Blöd. Ich habe auch nichts dabei. Nur das. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Der Alexander redet mit mir. Live. Irgendwie kann er mit mir kommunizieren. Der Sack. Agrippa, alles klar? Ah, you again. Ja! The door's open? Good going. I knew you could do it. Oh Gott, guck dir das bitte an. Wo lang gehen wir? Da brennt absolut kein Licht. Da brennt noch Licht, dann gehen wir hier lang. Was war das? Ich sag mal, hab ich da was gehört? Kann ich hier vielleicht das. Hoch? Ah, und was bringt es mir? Es zieht am Seil! Lass es los! So, jetzt ist es tot. Hey. Reste aufgehoben und was ist mit Schleim bedeckt? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Und wo komme ich? Von da. Querschiff. Was? Na, lass uns mal reingehen. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Oh, ich kann nicht lesen, Alter. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Oh, man wird sie nicht vermissen. Ja, tut mir leid. Man wird halt sie nicht vermissen. Puh. Was muss ich denn jetzt suchen? Ach so. Oh, Alter, wie das aussieht. Ich hab's doch aufgefüllt. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one. Prepare him. Boah, was ist das?
Hatte hier die Leute gefangen gehalten? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, es... Ich hab nicht mehr viel Öl. Ich hab nicht mehr viel Öl. Gott, was ist das hier bitte? Sag mal her. Boah, ist das gemein. Seht ihr das an, Eimer? Was macht er da mit ihm? Boah, wie ekelhaft. Was hat er hier gemacht? Oh, ein Stück meiner Kugel. Sauber. Die Kidnapperin wurde auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Ah, wie ekelhaft. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Oh mein Gott. Ihr kranken Schweine. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie Wally. Das sieht echt aus wie Wally. Guckt euch das an, das ist Wally. Wally, warst du das? Was ist jetzt hier? Läuft hier einer rum? Schauen wir uns auch den Raum an. Auch immer so dunkel sein muss, gell? Was zum... Scheiße. Hat gerade jemand aufgesägt? Oh! Guck dir das an! Oh Gott! Boah, ist das widerlich. Oh, ein Stück einer Kugel, oder? Nimm sie auf jetzt! Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus dem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Blut ist in einem Behälter. Man kommt nicht mit dem Blut heran, finde. Ja, vielleicht. Weiß nicht, vielleicht so? Nein. Man kommt nicht an, wenn eine Möglichkeit, den Behälter herab. Blut daran aufzubewahren. Ich habe keine Ahnung, vielleicht so? Ach, komm. Scheiße. Wieso muss ich an das Blut? Daniel ist schon wieder so am Ende. Huch. Wie geht, da hängt einer. Und er ist völlig nackt. Schauen wir mal schnell auf die Uhr. Okay, ich glaube, wir könnten hier mal eine kleine Aufnahmepause machen, Freunde. Dann, was machen wir jetzt auch? Ich bin völlig am Ende, guckt das an. Das ist völlig verstörter, gute Kerl. Nehmen wir mal das hier noch rein, dann passt es. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Ein Like wäre ganz praktisch. Ein paar Kommentare wären super und hilfreich. Was wir besser machen könnten, also was ich besser machen könnte, was ich vielleicht sein lassen sollte. Oder, falls ihr euch ein bisschen auslassen wollt zum Spiel, eure Meinung, wie ihr das haltet, also was ihr von dem Spiel haltet. Alles Mögliche, fühlt euch frei, alles in die Kommentare zu schreiben, was ihr wollt. Wir lesen das natürlich alles durch und würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.